Mehr als 1700 Anzeigen, 11 Festnahmen, 4 verletzte Polizisten. Das ist die Bilanz der Corona-Demonstration vom Sonntag in Wien. Dabei hätte diese Demo eigentlich gar nicht stattfinden dürfen, denn die Polizei hat sie bereits am Freitag untersagt. Grundsätzlich ist das Recht zu demonstrieren in Österreich ein sogenanntes Grundrecht und verfassungsmäßig gewährleistet. Im juristischen Fachjargon spricht man von der Versammlungsfreiheit. Es gilt allerdings nach dem Covid-Maßnahmenrecht bei den Versammlungen die Maskenpflicht und es gilt die Abstandsregelung. Und wenn diese Regeln verletzt werden, dann droht den einzelnen Personen, die sich nicht daran halten, eine verwaltungsbehördliche Bestrafung. Und wenn das wirklich in der großen Gruppe mit möglicherweise extremen Effekten für die Virusverbreitung, Clusterbildung und so weiter stattfinden sollte, dann kann durchaus auch eine Untersagung oder nachträglich dann die Auflösung der Versammlung gerechtfertigt sein. Die aktuellen Versammlungsregeln aufgrund der weltweiten Pandemie sind aber auch am Sonntag nicht eingehalten worden. Kein Abstand zwischen den Demonstranten, nur die wenigsten haben einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Trotzdem, eine Versammlung vorab zu verbieten, ist in einer Demokratie immer heikel. Wir sind natürlich in einer Phase, in der die Grundrechte in einer Art und Weise beschränkt werden, und zwar jetzt durch die Bank, kann man fast sagen, wie wir es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt haben. Also das ist ein Faktum und das muss man sicher hinnehmen. Allerdings sind die Grundrechte ja nicht absolut geschützt. Das heißt, wir können in die Grundrechte eingreifen, wir können auch weit in die Grundrechte eingreifen, wir brauchen aber eine Rechtfertigung durch öffentliche Interessen. Wir haben in der Covid-Situation jetzt diese besondere Situation, dass uns das Gesundheitssystem kollabieren könnte. Und so eine Situation zu vermeiden, so einen Systemkollaps zu vermeiden, das ist sicher ein ganz besonderes, ganz erhebliches öffentliches Interesse, das auch Grundrechtsbeschränkungen in größerem Stile rechtfertigt. In einer Diktatur leben wir dennoch nicht, auch wenn es in manchen sozialen Medien immer wieder behauptet wird. Von einer Diktatur sind wir meilenweit entfernt. Auf der einen Seite muss man sagen, die ganzen Maßnahmen sind immer demokratisch legitimiert. Das ist unser Demokratiekonzept, dass wir den Nationalrat wählen auf Bundesebene und dass dann die Regierung das Vertrauen der Mehrheit des Nationalrats braucht. Und wir haben hier Gesetze, die Mehrheit beschlossen hat, und Verordnungen, die auf Grundlage dieser Gesetze erlassen worden sind. Das ist unser Demokratiekonzept. Was wichtig ist, ist die rechtsstaatliche Kontrolle. Und hier haben wir, und das hat der Verfassungsgerichtshof ja eigentlich eindrücklich bewiesen, wir haben mit dem Verfassungsgerichtshof ein Kontrollorgan, das den Regierenden tatsächlich auch intensiv auf die Finger schaut und eben korrigierend eingreift, wenn die demokratischen Spielregeln nicht eingehalten werden. Vor einzelnen Strafen schützt der Verfassungsgerichtshof allerdings auch nicht, so der Experte. Und die sind hoch. Verstöße gegen das Versammlungsgesetz etwa kosten bis zu 720 Euro. Wer den vorgegebenen Abstand nicht einhält oder die Mund-Nasen-Schutzregeln ignoriert, muss bis zu 500 Euro bezahlen.